Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein möglicher Verkauf der Hanauer Atombrennelemente-Fabrik an China hat zu Diskussionen in der rot-grünen Koalition geführt. Die Grünen-Vorsitzende Beer kritisierte, der von Bundeskanzler Schröder in Aussicht gestellte Export der abgebauten Anlage passe nicht zur Atomausstiegspolitik der Regierung. Sie warnte vor einer militärischen Nutzung der Plutoniumfabrik. Die einst 700 Millionen Euro teure Siemens-Anlage war in Hessen nie in Betrieb gegangen. Für den Kanzler ist der Export der Hanauer Brennelementefabrik kein Problem. Und Kritik im eigenen Lager wies er heute zurück. China sei selbst Atommacht, die keine solche Fabrik für die Herstellung von Atomwaffen brauche. Es geht bei der Fabrik in Hanau darum, dass man Plutonium in Brennstäbe einbaut, es also entsorgt in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass da auch ein bisschen Unverständnis über das, was diese Fabrik technisch kann und technisch soll, besteht. Und insofern entspricht auch das dem, was vorab gestimmt war in Gesprächen zwischen den zuständigen Ministerien. Die Grünen-Minister Fischer und Trittin waren seit langem informiert. Dennoch Unmut bei den Grünen. Es sei nicht sinnvoll, eine Technik zu exportieren, aus der Deutschland aussteige. Das Zweite ist die Sorge um mögliche Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen für den Fall, dass China zum Beispiel über ein Modell des schnellen Brüters in Kalka verfügt, könnte es daraus Plutonium dann entwickeln. Das wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Auch in der SPD regt sich erster Widerstand gegen die Exportpläne. Wenn wir hier eine Fabrik nicht in Betrieb gehen lassen, weil wir sie für zu gefährlich halten, dann spricht eigentlich nichts dafür, sie in ein anderes Land zu exportieren. Die Gefahr nimmt nicht ab. Formell werde die Prüfung erst in Kürze abgeschlossen, aber mit dem Machtwort Schröders aus China, so hieß es heute Abend im Kanzleramt, sei der Export politisch bereits entschieden. In den Hochwasserregionen Südfrankreichs sind aus Sicherheitsgründen weitere zwei Atomreaktoren abgeschaltet worden. Mindestens 5 Menschen kamen bisher ums Leben. Es wurde ein Krisenstab eingerichtet. Betroffen vom Unwetter ist vor allem das Rhonetal. In Lyon und Montpellier war der Zugverkehr stark beeinträchtigt. Auch von Marseille bis Avignon mussten Menschen wegen der Fluten ihre Häuser verlassen. Avignon unter Wasser. Den ganzen Tag wurden Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht. Kaum einer kann sich hier erinnern, so etwas schon mal erlebt zu haben. Viele haben bis zuletzt gewartet. Sie verlassen nur widerwillig ihre Häuser. Es wird schwer werden, sagt diese Frau, das zu vergessen. In den Häusern ein Bild der Verwüstung. Chaotische Zustände auch in Montpellier. Hier wurde am Vormittag die höchste Alarmstufe ausgerufen. Stürme bis zu 150 Kilometer pro Stunde rasten über die Stadt hinweg. Zwischen Lyon und Saint-Étienne brach der Verkehr völlig zusammen. Unter der Wucht der Wassermassen stürzten Brücken ein. Staatspräsident Chirac reiste ins Krisengebiet und versprach schnelle Hilfe. Ich danke den fast 10.000 Helfern hier. Sie haben meine allerhöchste Anerkennung. Einige von denen gerieten heute selbst in Not. Bei einem Bergungsmanöver trieb die Strömung sie ab. Das Boot schlug an einen Baum und kenterte. Die 6-köpfige Besatzung konnte jedoch von einem Militärhubschrauber gerettet werden. Der frühere Agrarminister Kichle ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Der gelernte Landwirt saß 25 Jahre als CSU-Abgeordneter im Bundestag. Von 1983 bis 1993 war er unter Kanzler Kohl Regierungsmitglied. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Stoiber würdigte Kichle als großen Gestalter der deutschen Agrarpolitik. Will Quadflieg, einer der großen alten Männer des deutschen Theaters, ist tot. Wie das Hamburger Thalia Theater heute mitteilte, starb er bereits am vergangenen Donnerstag im Alter von 89 Jahren. Im Laufe seiner Karriere glänzte Quadflieg in nahezu allen wichtigen Rollen. Bis zu seinem Bühnenabschied vor 4 Jahren war der Schauspieler zuletzt am Thalia Theater engagiert. Stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als je zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor. Die Rolle des Faust in der Inszenierung von Gustav Gründgens, mit ihr wurde Will Quadflieg weltberühmt. Schon früh zog es den gebürtigen Oberhausener ans Theater. Bereits als Gymnasiast nahm er Schauspielunterricht. Was folgte, waren erste Engagements in Gießen und Gera. 1940 dann der Durchbruch in Berlin, wo Heinrich George den jungen Quadflieg fördert und fordert. Es folgt eine beispiellose Bühnenkarriere. Wenn man ein Talent hat, halte ich es dafür, dass man das einfach nicht gewissermaßen für sich allein zu Hause einfach herumträgt.
Die 50er und 60er Jahre, Quadflicks Glanzzeit am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Regisseur Gustav Gründgens besetzt fast jede große Charakterrolle mit ihm, Mephisto, Hamlet, Nathan der Weise und viele mehr. Auch im hohen Alter steht er noch auf der Bühne, hier bei seinem letzten großen Erfolg King Lear im Jahre 1992. Nach mehr als 60 Jahren nimmt er dann Abschied von der Bühne, zieht sich zurück, mag nicht mehr schauspielen. Die Bühnentode haben mit dem Tod, den man wirklich im Leben dann eines Tages irgendwie erleiden muss, glaube ich, sehr wenig zu tun. Der ist dann ganz still, einfach, bescheiden und arm und wahrscheinlich, fürchte ich, sehr schmerzhaft. Und hier noch eine Meldung vom Fußball. Der Spielplan für die WM 2006 in Deutschland steht jetzt fest. Leicht bevorzugte Gastgeberstädte sind nach Angaben des Weltverbandes FIFA Berlin, Dortmund, Stuttgart und München. In München wird auch die WM eröffnet. Das Finale findet in Berlin statt.